Design Center Linz. She be the death of me, at least we both been up. Cause he always get best of me, the worst is yet to come. Well, at least we both beautiful, stay forever young. This I know, this I know. She don't mean to worry about it. She don't mean to worry no more. We both know we can't go without it. She don't mean you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Oh, I can't feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Well, I know she'd be the death of me. At least it's yet to come. Well, I know you got best to me, the worst is yet to come. Well, the misery with destiny, champions, you should know. This I know, this I know. She don't mean to worry about it. She don't mean to worry no more. We both know we can go without it. She don't mean to never be alone. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. But I love it, oh, I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. I can feel my face, oh, when I'm with you. But I love it, but I love it. I can feel my face when I'm with you. But I love it, but I love it. Miss Austria-Wahl 2018 im neuen Deckmantel der Miss Austria Corporation. Willkommen im Design Center Linz. Es begrüßen Sie Ihre Hosts Sasa Schwarzjörg und Andreas Morawetz. Einen wunderschönen guten Abend. Und herzlich willkommen hier im Design Center in Linz. Und vielen Dank natürlich an diese grandiose Showeröffnung. Erik Papeleier,
Wahnsinn. Wunderbar. Wahnsinn. Und mit der schönsten Begleitung. Wir haben hinter der Bühne schon ein bisschen gedanced. Ja. War großartig, und? Mit der schönsten Begleitung. Es tut mir sehr leid, das bist nicht du. Ja, es sind Klassiker. Unsere Favoritinnen, die 20 Finalisten der Miss Austria-Wahl 2018. Und es ist, vielen lieben ja, Dank. Ja, vielen lieben Dank euch. Wunderschön seht ihr aus, wirklich grandios. Ach, ich möchte mich gar nicht mehr in die Kamera drehen. Wir moderieren wir jetzt so. Genau, nein, natürlich nicht. So, wir freuen uns sehr, dass die Miss Austria 2018 heuer zum ersten Mal in dieser Wahnsinns-Location stattfindet, oder? Ja. Ist das was? Das ist mal der Ambiente, ja. Dass einer Miss Austria gerecht wird, würde ja. ich mal sagen. Da freut es uns besonders, wenn wir doch diesen Abend hier führen dürfen. Nicht nur mit Ihnen, sondern auch mit allen Menschen, Frauen, Kindern. Es gibt ja so viele, die sind ja Fans hier auf Instagram. Ja. Die Mädels sind ganz toll auf Social Media. Und die verfolgen uns auch live, nämlich auf Facebook, auf Krone.at. Und natürlich auf der Seite der Miss Austria Corporation. Genau, heute kämpfen 20 Missen um den Titel Miss Austria 2018. Und ich sage der lieben Jury, die hier ja schon sitzt, ich möchte nicht in eure Haut stecken. Nein. Ganz ehrlich, ich möchte die Entscheidung nicht treffen. Denn zum Beispiel muss beurteilen, zwischen 1 und 10 Punkten, Designerin Bettina Assinger. Von Style Up Your Life, Adi Weiss. Ebenfalls von Style Up Your Life Herausgeber Michael Lamarana. Von Cambio Monika Gyramati. Ja, ja. Ich sie versteckt sich noch ein bisschen. Nein, da haben zwei Plätze getauscht. Ich glaube, das sind nämlich die Freundinnen und so, die sitzen gern zusammen. Ja, nein, das macht klar. Aber gar nicht. Jetzt muss Plätze tauschen, weißt du? Ja, macht nichts. Petra Kesslitsch von Herzentöchter ist, ja, da sitzt sie richtig. Sehr auch gut. Mit dabei. Mira Djuranovic, auch mit dabei, auch von Herzenslöchtern. Die sitzen zu dritt auf der Couch, wie ich gerade sehe. Die sitzen zu dritt, ja. Vielleicht so die nächste Miss Austria, man weiß es nicht. In ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten geht sich aus. Karl Böttl von BK Crystal. Der Mann, der übrigens die Krone designt hat. Dazu später aber mehr. Alberto Nodale, Mr. Austria 2017. Er weiß, wie es ist, auf so einer Bühne zu stehen. Ja, ja. Die Sasa will nach, ich sag's nur, gell? Also flüchte lieber schneller nachher, ich weiß. Er bringt mich in Verlegenheit. Ja. So. Kommen wir zu einer, die du nachher gerne noch treffen würdest. Ja, ich bin da drüben. Celine ja. Schrenk, Miss Austria 2017. Sie ist die amtierende Miss Austria. Von Cambio Claudia Kriechbaumer. Herzlich willkommen. Genau. Designer La Hong ist auch heute hier vertreten. Der CEO von Amtrom, Andreas Keplinger. Und da ist er schon, ja. Christian Grünbart, CEO von Avitz. Und wir haben natürlich auch einen Schönheitsexperten mit dabei, ja. Dr. Raphael Wenny. Herzlich willkommen. Wunderbar. Naja, es gibt viel zu bewerten. Sehr gut. Ja, es gibt viel zu bewerten für Sie heute Abend, denn wir haben 20 Missen. Aus jedem Bundesland, die Miss und die Vize-Miss. Jetzt werden sich alle denken, die Frau Schwarzer kann nicht rechnen. Ich kann doch rechnen. Nicht. Wir haben zwei. Ist so. Wir haben zwei Extra-Missen. Und zwar aus unserem Online-Wettbewerb, die Miss und die Vize-Miss online. Ja. Ja. Viel mussten Sie tun? Ja, auf jeden Fall. Bootcamp, Missenakademie. Sie haben das ganze Programm durchlaufen für diesen einen Abend, für diesen einen Moment. Ja. Heute ist der wirklich wichtige Abend, denn für die Siegerin geht es ja nicht nur um den Titel Miss Austria 2018, es ist ein komplett neuer Start ins neue Leben. Ganz genau, mit vielen tollen Sponsorverträgen, Werbeverträgen, Shootings. Werbegesicht, genau. Und es gibt ein nagelneues Auto, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, das draußen steht, von PSA Retail Austria. Ein weißes Auto. Der Andi hat kurz überlegt, ob er sich bewerben soll. Ja, ich hätte mich gerne mit dem Auto gemacht. Aber es ich weiß nicht, nicht, ob Sie mich in einem Kleid sehen wollen, ich glaube nicht. Nein, vor allem es gibt Modeschauen zu bestreiten, Fotoshootings. Du müsstest als Charity-Botschafterin natürlich im In- und Ausland. Kann in den hohen Hacken gehen, also das ist nichts. Ja, für unterwegs sein. Naja, das würden wir eigentlich auf jeden sehen. Fall werden die Missen auch noch natürlich bei den, beim größten Schönheitswettbewerb der Welt dabei sein, und zwar bei der Miss World in China. Und es gibt natürlich noch eine Reise nach Vietnam. Also ein ganz tolles Programm erwartet die Miss Austria 2018. So, ganz wichtig, wie wird man Miss Austria?
Das möchtest du wissen wegen dem Auto? Ja klar, steht da draußen. Ich bin mir sicher, du hast das recherchiert. Den Griller gibt es auch zu gewinnen. Wirklich? Ja. Hast du schon einen Garten? Stimmt, der ist jetzt umgezogen in ein Haus. Ich habe schon geplant mit Auto, Griller, alles. Wunderbar. Nächstes Jahr machen wir einen ganz Open Contest, aber du hast das sicher recherchiert. Wie wird man Miss Austria 2018? Ist eigentlich ganz einfach. Es wird 3 Walks geben und eine Interviewrunde, die natürlich von der Jury bewertet wird. Und im Endeffekt, welche Miss die meisten Punkte hat, die ist Miss Austria. Ist ganz easy, habe sogar ich mir merken können. Ganz genau. Ja, und wer das möglich macht, ist ein ganz besonderer Herr. Ja. Der Veranstalter des heutigen Abends, einen großen, fulminanten Applaus für Jörg Rigger. Bitte, auf die Bühne! Jörg! Da freut er sich. So, liebe Jury, ich hätte gern eure Punkte für diesen Walk. Das war schon der erste Walk, ja, übrigens. Das war doch ein super Walk. Jury, wo sind oder? Die Punkte? Was sagt er? Adi sagt 10. 10, 10, 10, 10. Wunderbar, Schön, so haben wir uns das vorgestellt. Du darfst gerne noch eine Runde mitbekommen. Plötzlicherweise sind lauter Zehner da. Ja, das war klar. So, da bin ich. So, bitte, in die Mitte. Lieber Jörg, du hast das hier alles möglich gemacht. Ihr habt das Projekt, die Miss Austria Corporation, übernommen. Und sie findet zum ersten Mal in Linz statt, hier im Design Center. Warum gerade hier? Es ist so, ich bin schon lange dabei und habe mir das immer wieder angeschaut und ich habe gesagt, wenn wir unsere wunderschönen Damen ins beste Licht rücken wollen, dann müssen wir ins technisch beste Haus gehen, was es in Österreich gibt. Und das ist für mich das Design Center und deshalb war die Entscheidung relativ schnell klar und noch dazu ist es das geografische Zentrum Österreichs und dann war alles klar, dass wir hier diese Wahl abhalten werden. Sehr schön. Die Location ist traumhaft, aber natürlich auch die Kandidatinnen. Was kann man sich denn für so eine Wahl noch wünschen? Also ich bin ebenfalls sehr, sehr froh, dass ich nicht in der Jury sitzen muss, weil, wie gesagt, ich bin schon lange dabei und so schwierig wie heuer war es ist persönlich noch nie. Also ihr habt jetzt wirklich viel Arbeit, ihr lieben Jurymitglieder. Und natürlich, das, was ich mir jetzt wünsche, ist, dass das eine fulminante Show wird, dass die Beste gewinnt und natürlich, dass auch Freude hat mit den vielen Geschenken, die sie erwarten. Wunderbar. Jetzt mussten wir aber noch sagen, wir wissen die Pläne für die Miss Austria 2018, aber nicht, wie geht es weiter mit der Miss Austria Corporation? Hast du da schon Pläne? Naja, wir haben jetzt schon ziemlich einmal alles geändert, was zu ändern war oder heute ist es kein Stein auf dem anderen geblieben. Es gibt, und das, auf das bin ich sehr stolz, nächstes Jahr die 90-Jahr-Feier. Das heißt, dieses österreichische Traditionsunternehmen hat jetzt 90 Jahre am Buckel, nächstes Jahr. Am 6.6.2019 wird diese Wahl, diese Feier stattfinden. Und was ich jetzt schon so gesehen habe, ist die Generalprobe dieses Jahr ein Traum, ein Wahnsinn. Und es werden sich noch ein paar Veränderungen einschleichen. Wunderbar, das bleibt spannend. 90-jähriges Jubiläum. So ist es. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Für dich heißt es jetzt, zurücklehnen, genießen und das ist das Wichtigste. Genau, und die Punkte nicht vergessen. So. Wir wollen Sie nicht länger auf die Folter spannen. Es ist soweit. Liebe Juroren, fasten your seatbelts, denn ich hoffe, dass euch jetzt, ja, dass ihr es euch vom Hocker reißt, der Mund offen stehen bleibt. Auf jeden Fall. Denn es kommen die 20 schönsten Frauen Österreichs. Genau, die 20 schönsten Frauen Österreichs sind Sie jetzt gleich in Glam Rock Vienna. Mit Schuhen aus dem Hause Deichmann. Und der Schmuck, der kommt von Gary Eder. Wir wünschen den Finalistinnen ganz viel Glück und Ihnen vor allem viel Vergnügen. Viel Vergnügen, danke. Die Miss Austria-Wahl 2018 im Design Center Linz. Wir starten mit der ersten Miss. Miss Styria, Justine Bullner. Yeah.
Die liebe Justine, ich weiß, es ist sehr schwer, als Erste auf die Bühne zu gehen, aber ich weiß auch, du kannst austeilen, du bist nämlich Kickboxerin. Wie kommst du denn dazu? Also mein Bruder hat mich darauf gebracht. Er hat mich einmal zu einer Schnupperstunde mitgenommen und es ist wirklich zu meiner Leidenschaft geworden. Ich habe auch an vielen Wettbewerben teilgenommen. Wow. Ja. Unter anderem bei dem internationalen World Cup der Austrian Classics. Mhm. Und das war quasi der größte Erfolg bisher neben Landesmeister- und Staatsmeistertiteln. Aber leider muss ich dazu sagen, mache ich ihn zurzeit nur noch hobbymäßig. Mhm. Weil ich habe mir leider den Wirbel gebrochen. Und dann stehst du hier in High Heels. Ja. Ich glaube, das hat einen extra Applaus verdient. Aber ich weiß, dass du für deinen Traum alles geben möchtest. Geht denn für dich hier auch ein Traum in Erfüllung, im Finale zu stehen? Auf jeden Fall geht für mich ein großer Traum in Erfüllung. Ich darf hier auf dieser tollen Bühne stehen. Es ist wirklich super hier, die Location und die Leute, super Stimmung. Und ich habe auch noch die große Ehre, dass ich als Erste hier auf der Bühne die Show eröffnen darf. Da steht First Face. Liebe Juroren, ihr konntet einen ersten Eindruck gewinnen und ich würde euch jetzt bitten um eure Wertung. Hand rein. So. Wir haben von allen die Wertung. Ich warte auf ein Zeichen. Natürlich wird das alles beaufsichtigt. Alle Punkte werden zusammengerechnet. Und sobald wir die haben, gibt es auch eine Wertung. Jetzt können wir schon Kopf rechnen, wenn wir nicht beide so nervös werden. Gell? Ich weiß nicht, ob Sie das sehen, was ich sehe, aber es ist so spannend. Gerade werden die Punkte an die Regie weitergegeben. Das wird gleich rückbestätigt und dann kennen wir die Punktezahl. Klopft dein Herz so wie meins. Die Wertung sind 118 Punkte. Vielen lieben Dank. Wow. Grandioser erster Walk. Danke dir. So, die nächste Miss ist 22 Jahre jung, ist die Miss Burgenland und heißt Angelika Teufel. Willkommen. Angelika Teufel, Miss Burgenland, du bist ja Studentin, du studierst was? Auf Lehramt, was denn? Ich studiere drei Fächer und zwar Sport, Biologie und Englisch. Sport, Biologie und Englisch und das möchtest du auf Lehramt, das heißt später mal wirst du im Klassenraum stehen und den Kindern... Ja, also wenn ich gleich bis Austria werde, dann verzögert sich das ein bisschen, ja. Aber irgendwann in der Zukunft ist das der Plan, ja. Okay, und du bist... auch musikalisch. Also nicht nur gescheit, sondern auch musikalisch. Genau, ich spiele seit 11 Jahren schon die Klarinette in einem Musikverein. Es macht mir viel Spaß. Ich habe das von der Familie mitgekriegt, das Musikalische. Ich habe ein paar Instrumente schon gern und ja, das ist echt mein Ding. Ja. Also Angelika, gescheit und kreativ. Und liebe Jury, eure Punkte. Bitte, jetzt. Ah, da sehe ich einige. Ah, ein 9er, 8er, lauter 8er, ein 10er. Karl Böttl, ein 10er, sehr schön. 8, aha. Schaut schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen Sie natürlich zusammenrechnen. Ich meine, du willst ja Lehrerin werden, ich war in Mathe nie so gut. Vielleicht kannst du mir mal Nachhilfe geben, dann später mal. Weißt du, so müsste ich das Quint zusammenrechnen, aber die Blöße möchte ich mir jetzt gar nicht geben. Wenn wir ein Ergebnis haben, dann kriege ich ein Zeichen. Bist du zufrieden mit dem Walk? Ja. Ja? Sehr gut. Das war sehr selbstbewusst. Wirklich so. So wie es gehört. So wie es gehört. Ja, das, was er nämlich Austria braucht. So. Ja, haben wir ein Ergebnis? Wir haben ein Ergebnis. Wir haben 114 Punkte. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Danke dir. Weiter geht es mit der Vize-Miss Styria, Sarah Posch.
Sarah, was für ein Walk, was für eine Frau. Wow, da bin ich wirklich sprachlos. Und vor allem, wir hegen dieselbe Leidenschaft. Du bist so ein richtiger Bergfex und du freust dich schon auf den Winter. Wie kommt's denn? Genau, ja, ich bin nebenberuflich oder ich habe mein Hobby zum Beruf ein bisschen gemacht, denn ich bin Skilehrerin, ja. Wunderbar. Also ich hoffe, wir sehen uns auf der Piste. In welchem Gebiet bist du gern unterwegs? Schladming, überall eigentlich. Sehr gut. Kenne ich auch. Gute Piste, habe ich mir mal ein Steißbein gebrochen. Sag mal, wenn du die... Wenn du die Miss Austria-Wahl gewinnen würdest, was kommt für dich danach? Was glaubst du? Ja, ich glaube, ich würde mein komplettes Leben umkrempeln, meine ganze Energie und mein ganzes Herzblut da reinstecken in den Titel Miss Austria. Wunderbar, so wollen wir das haben. Und das ist ein Engagement, natürlich. Wir werden sehen, wie die Juroren diesen Walk und das Interview bewerten. Das fängt gut an für dich. Wir haben viele Neuner, Zehner, da sehe ich schon zwei Zehner, drei Zehner. Es gab kaum kritische Blicke. Ich kenne die meisten ganz gut und kann das schon ganz gut einschätzen. Die sind begeistert von dir. Die Punkte werden natürlich wieder zusammengezählt. Adi Weiß zum Beispiel jetzt gerade war in der Kamera ganz kurz, sieht streng aus, ist aber ein ganz netter. Spannend, spannend, spannend. Wie geht's denn mit der Nervosität? Es geht. Schauen wir mal gleich, ob es besser wird. 129 Punkte! Gratulation! Wow! Wenn das keine tolle Basis ist, vielen lieben Dank. Wow, 129 Punkte. Schauen wir mal, ob die nächste Miss das toppen kann. Die Vize-Miss Salzburg, 23 Jahre ist sie jung. Sie heißt Eva Bründlinger. Herzlich willkommen. Eva, also mir hat der Walk gefallen, aber ich bin halt nur Laie. Dort sind die Experten. Du bist kreativ. Was machst denn du? Genau, also ich habe die Liebe zur Fotografie gefunden. Ich bin sehr gerne in der Natur und deswegen habe ich mit Landschaftsfotografie angefangen. Oh. Mhm. Jetzt bin ich auch schon zum Porträt umgeschwenkt. Ah, wirklich? Ja. Nach dem Fotoshooting mit Manfred Baumann oder davor schon? Davor schon. Davor aber schon. Das Fotoshooting mit Manfred Baumann war mega. Also hast du mir aber Tipps gegeben, wie man es besser machen kann, ja? Nee, eh hinter mir. Ja, okay, gut. Du, was zeichnet denn dein Bundesland aus? Also das Bundesland Salzburg ist so vielfältig. Angefangen von den wunderschönen Bergen und Seen, wo auch meine Heimat ist, bis hin zur Altstadt in Salzburg. Also ich würde empfehlen, im Sommer zu uns zu kommen, denn dort finden immer jährlich die Festspiele statt. Die Festspiele darf man nicht verpassen. So, liebe Juroren, eure Wertung bitte jetzt. Schau mal, einige Achter, das ist schon mal ganz gut. Bist du mit dem Walk zufrieden? Ja. Ja, gut. Ja. Schon mal guter Einstand. Ich sehe viele Achter, ein paar Siebener sind dabei, aber das schaut schon ganz gut aus im Großen und Ganzen. Was haben wir da drin? Achter. Schauen wir mal, ob es ein Endergebnis gibt. Sie rechnen noch. Rechnet es noch? Ja, okay. Gut, Sie rechnen noch. Ich möchte nicht an eurer Stelle sein. Ah, wir haben eins. 109. Kann man aufbauen drauf. Das ja, wird noch mehr. Ja. Das wird noch mehr versprochen. Vielen lieben Dank. Danke dir. Und auch sie steht in den Startlöchern. Theresa Ruetz, Miss Tirol. Yeah.
Ich glaube, du hast deinen eigenen Fanclub mitgebracht. Wer sitzt denn da von dir? Meine tollen Freunde, meine Familie, mein Liebster. Wink doch mal, wo seid ihr? Ah, ein ganzer Tisch gleich. Sag mal, du hast viele Stärken. Nicht nur ein tolles Umfeld und eine tolle Familie, tolle Freunde, die dich hier unterstützen, sondern was sind denn noch deine Stärken? Ja, ich kann von mir sagen, dass ich eine sehr herzliche, offene Person bin. Kann ich bestätigen. Ich bin mir sicher in dem, was ich mache, aber dafür gehört viel Übung. Aber ohne meine wundervolle Familie, meine tollen Freunde und das Team von Miss Austria wäre ich niemals so weit kommen. Danke. Sehr schön. Da jubeln die hinten. Ja, das ist ein Fanclub. Die Miss Austria bietet sehr viele Chancen, aber es ist natürlich sehr viel Arbeit, diesen Titel und die Aufgaben zu erfüllen. Wärst du bereit dafür, einiges aufzugeben? Naja, ich habe früher, wo ich klein war, immer schon jedes Freundebuch eingeschrieben, dass ich Model werden will. Also es ist mir wirklich sehr wichtig und deshalb habe ich meine italienische Matura verschoben. Weil wirklich? Ich da, ja. Wow. Weil ich da gerade in der Missenakademie war. Sehr toll. Das nenne ich Engagement und vor allem, du wirst es nachholen, das hast du mir versprochen. Genau. Gell? Ja. Genau. Puh, also, tolle Frau mit einem tollen Fanclub, der wird leider nicht mitbewertet, liebe Juroren, aber ihr Walk und natürlich ihre Ausstrahlung. Ich bitte um die Wertung. Das sieht gut aus. Viele Neuner. Wir haben eine 10. Der Karl ist heute großzügig. Ich glaube, ihm gefallen alle glitzernden Kleider. Immerhin kommt von ihm die Krone. Da muss das ja dazu passen. Bei uns wird fleißig gerechnet. Das Ergebnis geht gleich an die Jury. Wie schlimm ist es denn hier zu zittern neben mir? Also jetzt gerade geht es ziemlich gut. Ja? Ja? Sehr gut. Das höre ich gerne. Das heißt, ich habe eine beruhigende Ausstrahlung. Ich hoffe auf Sie auch. Puh, spannend, spannend. 112 Punkte. Sehr gut. Vielen lieben Dank und wir werden von dir natürlich noch viel mehr sehen, aber dazu später. Und als nächstes begrüßen wir bei uns auf der Bühne, 23 Jahre ist sie jung, Vize Miss Salzburg, Eva Bründlinger, bitte. Da hat sich der Andi meine Miss, glaube ich, ein bisschen verguckt. Denn in den Startlöchern steht Daria Schuricht. Daria Schuricht, das ist aber. Die jetzt schon mit den Hufen schart. Da hat sich was verändert. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ne? Der Klassiker. Ne? So, also 19 Jahre ist sie jung. Miss vor Adelberg, Daria Schuricht. Herzlich willkommen. Der Walk war mal super, ja, und du studierst die Musik, das heißt, du bist musikalisch. Was denn genau? Also ich spiele Klavier und ich singe. Und du singst? Ja. Was denn genau, was ist so die Musikrichtung? Eigentlich Klassik, aber sehr gerne auch Jazz. Und du hast mir verraten, der Bundeskanzler, der gefällt dir ganz gut, weil du ihn daten magst oder wie? Na, also einfach, weil er sehr jung ist und also jetzt das mit dem Daten... Ja, er ist eher ein Vorbild für mich. Aber du weißt schon, dass er vergeben ist, oder? Also ja. Ich sag's nur, aber ich meine, ja. Nicht mehr. Na, er ist eher so eine Vorbildfunktion, weil er jung ist und eigentlich sehr viel erreicht hat in seinem Leben. Und da möchte ich auch hin. Also jetzt nicht politisch, aber definitiv jung sein und viel erreichen. Okay, also du hast noch viel vor dir und du hast den Ehrgeiz. Genau. Und das braucht man für eine Miss Austria. So, liebe Juroren, bitte eure Wertung. Und vielleicht wird sie auch noch was mit Date. Los, was mal, ne? Also, so, 8, da sind wir. Da drüben haben wir lauter 8, 1 sind wir, haben wir. Ja, ich glaube, da kann man sich ganz gut einreihen. Wir rechnen zusammen. Mit Walk bist du zufrieden? Ja, doch. Nervosität geht auch? Es
geht eigentlich gut. Ja, sehr gut, sehr gut. So, wenn wir ein Okay haben, dann bitte jetzt die Wertung. 107, sehr gut. So. Vielen Dank. Danke dir. Bitte, großen Applaus. Und mit der Startnummer Nummer 7, Jasmine Wedenick, Miss Kärnten. Liebe Jasmin, 19 Jahre jung und so ein Engel. Jetzt rechnen wir mal oder wir sehen es jetzt mal ganz oberflächlich an. Blond, hübsch, tolle Figur, toll geschminkt, die Haare schön gemacht. Man könnte meinen, sie ist ein Püppchen, aber absolut falsch gedacht. Du spielst gerne Fußball und das nicht zu knapp. Nein, also ich spiele jetzt schon seit 3 Jahren. Ich habe das kurz unterbrochen wegen Knieproblemen, aber ich bin jetzt wieder voll dabei. Ich habe jetzt eine Damenfußballmannschaft gegründet. Wow. Und ja, jetzt starten wir gerade voll durch in die Saison. Und auch beim Beruf geht es in eine ganz andere Richtung, als man meinen mag. Was würdest du denn rein theoretisch gerne mal machen? Also derzeit strebe ich zwar ein Studium an, aber meine Pläne nach dem Miss Austria sind mal die Aufnahmetests für die Polizeischule. Wow, also von der Polizistin müssen sich alle in Acht nehmen. Toll, wirklich toll. Liebe Jury, ich bitte um die Wertung. Wir haben 8, 9. Der Fanclub fordert natürlich 10 Punkte. 9, 9, 8, 8. Ich glaube, das ist eine gute Basis. Wie war denn der Walk für dich? Ja, also der Walk war für mich sehr toll. Ich finde, das war sehr lustig, weil man gleich mit Action startet. Und ja, bin schon sehr gespannt, wie jetzt dann ausgeht. Sehr fein. Noch wird gerechnet, aber wir haben schon die Wertung. 116 Punkte. Super. Da kommen noch viel mehr dazu. Danke dir. Die nächste, die wir begrüßen hier am Catwalk, ist die Miss Vienna. 22 Jahre jung. Sie heißt Vivian Reinhardt. Herzlich willkommen. Du hast, glaube ich, den größten Fanclub mitgebracht, oder? Ich weiß nicht, aber sie sind alle dort drüben. Sie sind alle da drüben, hallo, servus, grüß euch. Wie viel seid ihr? 13 sollten sie sein. 13? Ja. 13 Leute mitgebracht. So, du hast ja schon mal mitgemacht. Jetzt wieder. Warum? Ja, weil es einfach so viel Spaß macht, würde ich einmal sagen. Ja. Aber 2016 war ich noch ein bisschen jünger und ich glaube, da habe ich das noch nicht so ganz verstanden, was da wirklich auf einem zukommt. Und da bin ich einfach nur froh, dass ich heuer noch einmal die Chance bekommen habe und... Aber du hast dich auch speziell vorbereitet, ne? Du hast ja Coachings genommen etc. etc., damit du jetzt noch mal besser bist, ne? Ja, sicher. Also ich habe mich da schon um einiges besser vorbereitet als vor 2 Jahren. Sehr gut. Und du möchtest dich selbstständig machen. Sehr genau. Interessant. Ja, also mit meinem Freund, der auch da drüben sitzt, möchten wir gemeinsam ein Lokal in Wien eröffnen. Ach, okay. Und zwar in Richtung fitnessbewusste Ernährung. Und würde sich das ein bisschen verzögern, wenn du jetzt Miss Austria wirst? Es wäre eher eine Art Werbetrommel, würden wir mal sagen. Ja, also ich würde dann einspringen. Du könntest dann beides irgendwie unter einen Hut bringen. Ganz genau. Sehr gut. Okay, schauen wir, ob du Miss Austria wirst. Zuerst einmal die Wertung der Jury, bitte. Weil ich fand den Walk hier schon mal super. Kleid ist perfekt. So, da haben wir aber 9er, schau, bitte. Drüben haben wir auch 9er, sonst 8er. Das ist schon mal gut. Wir haben sonst nur 8er und eine 7. Ein 2-7er. Ja, okay. Die 2 Punkte. Ah, das geht schon.
Haben wir schon was? Gut, wir haben eine Entwertung. 113. Sehr gut. Gratulation. Vielen lieben Dank. Auch sie wird gleich über den Catwalk schreiten. Und zwar Jasmin Oberdorfer, Vize Miss Online. Liebe Jasmin, auf dich werden viele Reisen zukommen, ja. Hoffentlich nach China und nach Vietnam, wenn du es denn ins Finale schaffst und Miss Austria wirst. Und das passt perfekt, weil dein Lieblingshobby ist Reisen. Wohin würdest du denn gerne reisen? Ja, also ich würde gerne einmal nach China, so wie die neu gegründete Miss Austria ja reist. Das trifft sich gut. aber ich reise sehr gerne nach Spanien, weil ich kann ein bisschen Spanisch, also ich lerne es auch und dadurch reise ich sehr gerne nach Spanien. Also nachdem ich kein Wort Spanisch spreche, könntest du mal das Publikum auf Spanisch begrüßen, bitte? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la elección de Miss Austria 2018. Wow, kein Wort verstanden, aber das wird schon passen. Als Miss Austria muss man auch ein großes Vorbild sein für jüngere Menschen. Warum wärst du ein gutes Vorbild oder wer ist dein gutes Vorbild? Darfst du dir aussuchen? Also, ich habe zwei Vorbilder und die sitzen da hinten am Tisch. Das sind meine Eltern. Hallo. Einmal aufstehen, bitte. Ah, da sind sie. Tolle Tochter. Und für mich ist es einfach das Ziel, dass ich selber einmal so ein Vorbild wäre für junge Menschen und vor allem auch für meine Kinder, dass sie sich selbst verwirklichen können, so wie ich das kann. Mit so einer tollen Eltern natürlich und das ist mein Wunsch und Traum, wenn mich junge Menschen als Vorbild sehen. Sehr schön. Da müssen die Eltern aber stolz sein. Liebe Jury, ich bitte um eure Wertung. 8, 7, 7, 8, 7, 7, 9, 8. Spannend. Fängt man da schon an im Kopf zu rechnen? Nein, ich mache mir da keine Gedanken, ich warte das. Okay, wir warten ab. Wie heißt das? Ruhig bleiben und Tee trinken. Es wird gerechnet, es ist spannend. Und wir haben die Wertung. 111 Punkte. Super gemacht, danke dir. Buenas noches, das muss ich mir merken. So. So, und die nächste, die den Catwalk rocken wird, ist 20 Jahre jung, ist die Vizemiss Oberösterreich, Diana Seyer. Herzlich willkommen. Diana, auch du hast jede Menge Fans hier. Ist es die Family oder sind da noch mehr dabei? Ja, das ist meine Familie, mein Freund und die Familie von meinem Freund. Ah, wirklich? Ja. Also, okay, also alle Familien mitgebracht einfach da. Sehr gut. Du kochst und backst gerne. Das habe ich heute noch gar nicht irgendwo bei Ihnen missgesehen oder gelesen. Ich habe recht viele Naschkatzen in meiner Familie. Das habe ich wahrscheinlich von Ihnen. Wer ist denn das? Sag mal. Ja, die mein Mama? Papa. Der Papa? Mama. Der Papa nascht gerne? Ja. Okay, gut. Ja, und da muss ich natürlich recht oft damit versorgen. Aber wer viel nascht, muss natürlich auch viel Sport machen, ne? Ja, zum Ausgleich tue ich recht viel Laufen und mache so recht viel Workouts. Ich habe lang getanzt. Ja. Also sie backt sehr gerne, sie sportelt sehr gerne und jetzt schauen wir mal, wie die Juroren entschieden haben. Bitte! Sie backt auch einen Kuchen, gell? Ich sag's noch. Na, im Nachhinein. Na schau, das hilft. Also das Bestechungen, hilft. Das geht nein, doch Bestechungen, nicht. Naja, Bestechungen. Ich habe es nur so erwähnt im Nebensatz. So, 8, 8, 7,
8889 habe ich da hinten, 9. Sagen wir da auch eine 9, 8, 7, 8, 8, 7. So, wenn wir gut im Kopf rechnen wäre, könnte man es jetzt schon zusammenrechnen. Aber dafür haben wir die zwei jungen Herren oder Damen, Herren und Damen da hinten. Bitte, so, wir haben ein Ergebnis. Bist du nervös? Jetzt. 112! Na schauen, super, danke dir vielmals. Weit angereist ist auch die nächste Miss aus Tirol. Vizemiss Tirol, Marina Augsten. Ein Traumkleid von Glamrock. Wenn ich da reinpassen würde, hätte ich das auch angezogen. Du, ich glaube, ich genieße das ja, in diese traumhaften Roben, in diese Kleider zu schlüpfen, denn du bist hier in deinem Element, kann man sagen. Ja, total. Also ich habe als 5-jähriges kleines Mädel schon mit meiner Oma daheim geschneidert. Und bin noch dann, Barbie-Kleider wahrscheinlich. Ja, für meine kleine Schwester damals. Mhm. Und bin dann auch dabei geblieben und habe die Modeschule in Tirol absolviert. Und dazu habe ich einen totalen Stofffabel, also interessiere mich total für qualitativ hochwertige Stoffe und wie sie ausschauen. Und ja, das wäre halt der Traum von mir, dass ich mal in der Modebranche Fuß fassen kann. Das ist da hier ein guter Start. Und vor allem, ihr trägt hier natürlich topmoderne Kreationen, aber du engagierst dich ja auch gerne traditionell. Das musst du mir genau erklären. Also ich bin bei mir daheim in traditionellen Vereinen sehr engagiert und ich finde es einfach in Tirol, aber auch in Österreich total toll, wenn man... Also Tirol gehört zu Österreich, ja, wir wollen die nicht ausgrenzen. Wenn man in traditionellen oder kulturellen einfach verbunden ist. Sehr schön, eine tolle Kombination, eine moderne Frau, die traditionelle österreichische Werte liebt. Liebe Jury, wie beurteilt ihr sie denn? Da zögern noch eine. Am besten gefällt mir, dass Celine Schrenk als Miss Austria, amtierende, sofort immer weiß, was sie von einer Miss hält. Sie kennt die Situation, wenn man hier oben steht. Sie kann mit euch mitfiebern und das tut sie auch. Viele Siebener, aber es geht auch weiter nach oben. Wir haben auch eine 9 und ein paar 8er. Ich bin gespannt, was unsere zwei Rechenmeister sagen. Sie sind fertig. Wir haben eine Wertung für dich und die Wertung ist 107 Punkte. Da kommt noch viel. Dankeschön. Die nächste junge Dame kommt aus Wien, ist die Vize Miss Vienna, 23 Jahre jung und sie heißt Sarah Greiler. Herzlich willkommen. Sarah, jetzt muss man was verraten. Warum ist denn der Burschentisch da hinten in der Ecke so ausgezuckt? Ich weiß nicht, ich kenne sie nicht. Du kennst sie nicht? Kennt sie euch wirklich nicht? Oder ist es gelogen? Ah, okay. Naja, na gut, okay. So, du möchtest aber eigentlich in die Fußstapfen von der Sasa treten. Du möchtest Moderatorin werden. Ja, na, zuerst in die Fußstapfen von der Celine. Und dann in die Fußstapfen von der Sasa. Andi, das heißt, nächstes Jahr bist du raus. Ich Warum bin ich raus? Du bist raus. Na gut, okay, naja, anderes Thema. Ja, ja, okay. Oder ich im Kleid. Na egal, das ist ein anderes Thema. So, wer hat dich eigentlich inspiriert, hier mitzumachen? Gibt es irgendwen? Ja, alle die vielen tollen Missen
vor mir, so wie die Celine, die Dragana, Kim, Julia, die haben alle so viel erreicht in diesem einen Jahr und auch darüber hinaus, was sie sich vorgenommen haben, sind so viele tolle junge Frauen geworden und ja, das habe ich immer schon verfolgt auf Social Media und habe immer gewusst, das will ich auch machen. Und in deren Fußstapfen willst du jetzt treten. Genau. Schau mal, ob es dir gelingt. Bitte, Jury, eure Punkte, Wertung. Ich sehe viele Achter, ich sehe 10, okay, sehr gut. Viele Achter und 2 Siebener. Ein Neuner haben wir auch noch dabei. Schaut gut aus, oder? Ja. Will ich mal sagen. Und wenn der Tisch da hinten noch mitvoten würde, dann wäre es überhaupt der Gmade gewesen. Ja, 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 ich weiß. Ist es ein Schild, was du da hochhältst, oder ist es nur die Serviette gewesen? Alles klar. Beruhig dich wieder ein bisschen, gell? Haben wir was? Ja, so. 113 Punkte. Sehr gut. Danke. Gut. Auch sie rittert um die Krone. Miss Kärnten Johanna Zarka. Johanna, du bist ja Visagistin. Das war heute sicher ein ganz schweres Los, dass du dich schminken lassen musst und nicht selber schminken kannst. Aber bei den Beauty-Experten Backstage ging natürlich nicht schief. Warum bist du denn Visagistin geworden? Weil es mich einfach interessiert, was man aus den Menschen alles machen kann. Man kann so vieles herausheben, man kann sie aber auch genauso älter, aber auch jünger schminken. Das heißt, du könntest den Andi wieder Anfang 20 errichten? Sicher. Das geht sich nicht mehr aus, glaube ich. Das probieren wir morgen nach der Aftershow-Party. Wir stellen uns um 9 Uhr. Ein Schönheitschirurg, aber nicht mehr. Da haben wir, glaube ich, auch einen Schönheitsexperten in der Jury. Warum willst du denn Miss Austria werden? Was interessiert dich so daran? Ich bin einfach authentisch und ich werde immer bodenständig bleiben. Und es ist einfach ein sehr großes Hobby, aber natürlich auch Leidenschaft von mir, auf der Bühne zu stehen, vor der Kamera zu stehen. Und natürlich ist es dann auch ein großer Traum von mir, Miss Austria 2018 zu werden. Eine große Ehre, man merkt, dass du lebst das mit Herzblut. Wie beurteilt die Jury dieses Herzblut? Wie sehr sie brennt für die Miss Austria-Wahl? Wir haben 887978. Und auf der nächsten Seite sieht es ähnlich gut aus. Hast du denn dich auch so selbstsicher gefühlt beim Walk? Ja, also es ist natürlich ein super Ambiente, also es ist unglaublich. Ja, und stolz gelächelt hat auch Kerstin Lechner, die Catwalk-Trainerin. Die sitzt da wie eine stolze Mami und jubelt den Mädels zu. Wir haben schon die Punkte, du musst dich nicht mehr lang gedulden. 111 Punkte für dich als Start zu einer Aufholjagd, zu noch viel mehr Punkten in den nächsten Runden. Danke dir. So, die Sasa hat es zu Beginn ja schon erwähnt, es gibt auch noch eine Miss Online und die kommt jetzt dran. 21 Jahre ist sie jung, Nicole Weindl, herzlich willkommen. Nicole, super schönes Kleid einmal. Du bist Miss Online. Woher kommst du eigentlich? Also ursprünglich komme ich aus Vorarlberg und ja, aber? Ich bin Miss Online. Ja, tja, so ist es. Wo in Vorarlberg genau? Also es kennt sicher niemand. Es ist so ein kleines Kuhdorf auf dem Berg. Und wie heißt es? Hat es einen Namen auch oder heißt es nur Kuhdorf? Batschuns. Batschuns? Ja. Wer kennt Batschuns? Hand hoch. Einmal haben wir schon, da hinten, zwei, drei, na schau, vier, fünf habe ich,
Da kenne ich eh alle. Ja. So, du warst auch mal Leistungssportlerin. Ja, genau. Was hast du gemacht? Ich habe rhythmische Gymnastik gemacht und war Mitglied des österreichischen Nationalteams. Und du studierst auch noch? Ja, ich studiere Rechtswissenschaften. Oh, nicht schlecht. Ja. Nicht schlecht. Das heißt, du möchtest irgendwann mal so Anwältin werden oder so? Ja, also oder in die Richtung? In die Richtung auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Also aufpassen, gell? Die kann euch verklagen dann später irgendwann mal. So, bitte, liebe Jury, eure Punkte. Schau mir an. Oh, die Miss Online aus dem Kuhdorf, ja? Schau mir an. Ich habe so das Gefühl, da kommen viele Punkte zusammen. Aber sie rechnen noch. Weißt du, der Computer hängt sich gleich auf wegen den vielen Punktezahlen hier. Hast du was? Ja, wir haben ein Ergebnis. Und es sind... ...126! Wahnsinn! Nicht schlecht. Na schauen. Sehr gut. Danke dir vielmals. Auch sie hofft auf über 126 Punkte, Vize-Miss Burgenland, Jennifer Malic. Wow, das war toll, tolles Kleid. Also ich glaube, ich krall mir da später ein paar. Bankomatkarte habe ich eingesteckt. Du bist eine besonders mutige Frau. Nicht nur wegen dem Outfit, nicht nur, weil du dich hier auf die Bühne traust, sondern du engagierst dich gerne. Welches Engagement erfordert viel Mut? Das hört man vielleicht nicht oft von Mädchen in meinem Alter, aber ich bin seitdem ich 12 bin bei der Feuerwehr. Durch die Jugendfeuerwehr habe ich nicht nur gelernt, Menschen in Not zu helfen, sondern auch, was es heißt, Teil einer Gruppe zu sein und auch, was es heißt, sich in einer Mannschaft voll mit Männern durchzusetzen und auch zu beweisen. Habt ihr gehört, lieber Juroren? Die kann sich durchsetzen. Was erwartest du dir denn von der Zukunft? Außer natürlich weiter engagieren für die Feuerwehr. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und ich will mich auch ehrlich gesagt nicht auf irgendwas versteifen. Seitdem mein Papa vor einigen Jahren verstorben ist, hat sich viel für mich verändert und mir ist auch viel bewusst geworden. Meine Familie und vor allem meine Mama stehen für mich an erster Stelle und ich würde mir wünschen, dass ich mit Hilfe der Miss Austria Corporation vielleicht eines Tages eine erfolgreiche Zukunft habe, um nicht nur meine Eltern stolz zu machen, sondern auch, um ihnen das Leben zu ermöglichen, das sie verdient haben. Das ist sehr schön. Ich bin mir ganz sicher, dass dein Papa jetzt auch ganz stolz auf dich ist, natürlich wie auch deine Mutter. Wir sehen mal, was die Jury sagt zu deinem Walk. Acht, sieben, sieben. Auch hier vorne sieht es gut aus. Der Mr. Austria scheint ein Fan von dir zu sein. Ja, das habe ich schon gesehen. Noch wird gerechnet. Wir werden gleich sehen, wie viele Punkte du hast. Und natürlich kommen noch viele Punkte dazu. Ihr habt noch einige Challenges zu bestreiten. Wir haben eine Wertung mit dem Blick auf den Bildschirm. 103 Punkte für dich. Da kommen noch viele dazu, glaub mir. So, und die nächste junge Dame ist 24 Jahre jung, kommt aus Vorarlberg, ist die Vize-Miss Vorarlberg und heißt Isabella Ion. Herzlich willkommen. Isabella. Zufrieden mit dem Walk? Ja,
Ja, sehr. Ja, das ist mal ein Anfang. Du hast ja bei Wettkämpfen mitgemacht. Was genau hast du denn getan? Genau, ich war Ballett- und Jazz-Tänzerin in einer Company. Und da war ich in ganz Europa unterwegs, auf ganz vielen Bühnen. Und deshalb liebe ich es einfach, auf der Bühne zu stehen. Und ich hoffe, man merkt das ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, das heißt, die Bühne ist nichts Neues für dich, oder? Nicht so, nein. Und du fühlst dich wohl? Ja, auf jeden das Fall. Das ist wichtig. Und du bist vor allem tierlieb. Ja, ich habe 2 Hunde. Und ich glaube, wenn meine Wohnung größer wäre, dann hätte ich noch viel mehr. Was hast du denn für Hunde? Welche Rassen? Ich habe 2 ganz unterschiedliche. Also einmal einen Malteser, die ganz kleinen. Ja. Und einen Husky. Und das ist so und so. Ja. Aber das ist gut. Die, ja, die sind eigentlich die sind zusammen aufgewachsen und verstehen sich sehr gut. Und das geht noch in der Wohnung, die 2 Hunde? Ja, ja. Okay. Reicht schon. Ne, vielleicht wird es mal eine größere Wohnung, da werden es auch mehr ja, Hunde. So, die tierliebe Isabella, wie viele Punkte bekommt denn die von den Juroren? Bitte. Ich sehe hier 1 Zehner, 2 Zehner, 3 Zehner, 4 Zehner, 5 Zehner. 15er schon mal. Also zufrieden kann es schon mal sein, würde ich mal sagen. Ich glaube, das wird eine gute Punkteausbeute werden. Aber wir schauen, wenn alles zusammengezählt wurde. Ja, wir haben alles zusammengezählt. Das heißt, jetzt kommt die Wertung. So, jetzt. Ciao. 128! Nicht schlecht. Gratuliere. Bitte sehr. Sie ist bereit, um den Kampf anzutreten für die Miss Austria-Wahl 2018. Nicole Ettlinger, Vize-Miss Niederösterreich. Liebe Nicole, ich fände, wir geben auch ein schönes Paar ab, gell? Adios, Andi. Schon wieder ausgewechselt. Ich habe viele Freunde, die sind Tänzer und ich glaube, an deiner Haltung gesehen zu haben, kann es sein, dass du Tänzerin bist oder zumindest warst? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe sehr viele Jahre lang Turniere getanzt in lateinamerikanischen Tänzen. Ich freue mich, dass man das immer noch sieht. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, die Haltung auf alle Fälle. Sag mal, du hast hier natürlich auch Menschen, die dich supporten. Unter anderem ja auch deine beste Freundin. Wie würde die dich denn beschreiben? So ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Also ich hoffe, ich sage jetzt wirklich nichts Falsches. Aber sie würde auf jeden Fall sagen, dass ich verlässlich bin und immer für sie da. Weil das hat sie auch schon das ein oder andere Mal getestet. Also ich schätze mal, dass sie jetzt mittlerweile überzeugt davon ist. Was hat sie denn gemacht? Naja, dass sie mich einfach mitten in der Nacht mal anruft oder bei jeder Gelegenheit einmal probiert, ob ich eh da bin, wenn sie mal was braucht. Und sie weiß auch, dass ich sehr ehrgeizig bin und mich wirklich reinhänge in die Sachen, wenn ich es wirklich ernst meine. Und deswegen, also sie kennt mich sehr gut. Also für die verlässlichste Miss Austria vielleicht zukünftig, 2018, bin ich gespannt, was die Juroren sagen. Liebe Jury, eure Wertung. Das sieht gut aus. Ich sehe viele Neuner. 9, 9, 9. Einige Achter. Ist es für dich einfacher hier auf der Bühne als Tänzerin? Ja, aber es ist doch was anderes. Also in einer anderen Situation jetzt. Also ja, es ist fast nicht vergleichbar. Das Herz klopft trotzdem. Die Punkte werden zusammen gezählt. Wir haben auch ein Zeichen. Dein Punktestand, deine Wertung. 111 Punkte, wunderbar, sehr gut gemacht. Als nächstes begrüßen wir die Miss Salzburg, 21 Jahre jung. Sie heißt Theresa Eder, herzlich willkommen. Bitte sehr. I don't wanna sleep, it's quarter after 3, you're in my-
Theresa, du fühlst dich auch sehr wohl am Laufsteg, oder? Super wohl, das genau. Das merkt man. Danke. Und du bist ja Kosmetikerin. Ja. Heißt das, dass du nie ungeschminkt aus dem Haus gehst? Im Gegenteil, ich bin eher sehr natürlich geschminkt. Ich glaube, ich habe meine Teenagerphase, wo man so zugekleistert ist, hoffentlich gut überstanden. Ich bin eher die Natürliche. Also eher weniger Make-up, also genau, weniger ist mehr. Okay, gut. Ja. Und die anderen Missen haben mir Backstage gesagt, du bist so die Missen-Mami. Woher kommt denn das? Ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe die Rolle fast überall in meinem Freundeskreis. Es ist einfach so eine große Ehre, das von 19 Mädels zu hören, ja, wo man eigentlich so in einem Konkurrenzkampf ist. Ich bin sprachlos, wie ich das gehört habe. Aber ich meine, am Alter kannst du nicht denken, du bist 21. Also es ist nicht genau so, dass du jetzt, keine Ahnung, was jetzt 29 wärst und deswegen am oberen Level. Bitte, ich bin 32, was heißt am oberen Level? Entschuldige mal, ich bin weit über 30, ich darf das sagen, ja? Entschuldige mal. Ja, aber für eine Miss. Ja. Entschuldige mal, Sasa, bitte. Es geht hier nicht um dich. Leider. So, aber sie sagen auf jeden Fall, Mama, das heißt, du hast dich um sie gekümmert. Genau. Sehr gut. Schau mal, wie sich die Jury um dich kümmert. Sieben ist ein Glückszahl, oder? Ja. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7. Sieben ist ein Glückszahl. Das ist, da kann man aufbauen drauf und im Endeffekt, wenn sie es zusammengerechnet haben, stehst du dann ganz vorne. Ja. Bis 10. Ja, haben wir was? Wir haben ein Ergebnis. Gut, hier kommt dein Ergebnis. 100 geradeaus, eine schöne Zahl. Danke. Muss man sagen. Kann man darauf aufbauen. Viel Glück weiterhin. Danke. Danke dir. So, unsere vorletzte Miss steht in den Startlöchern. Katharina Katzmann, Miss Niederösterreich. Wunderschöne Katharina. Ihr habt nicht nur ein Catwalk-Training gehabt, sondern auch sehr viele Fotoshootings, um euch natürlich auf die Karriere danach vorzubereiten. Welches hat dir besonders gut gefallen? Ich finde, das ist schwer zu sagen, weil ich finde, jedes Shooting ist für sich cool und es ist alles was ganz was anderes und ich bin einfach extrem dankbar für jedes Shooting, das ich erleben darf und für jedes Erlebnis, das ich da machen darf. Und ja, das kann ich mir vorstellen. Bei einem oder anderen Shooting war ich sogar dabei. Ihr habt alle einen großartigen Job gemacht, etwas, was ich mich nie trauen würde. Aber eine Sache haben wir gemeinsam. Wir lieben beide Tiere. Und ich freue mich besonders auf folgende Geschichte. Ich habe gehört, dass du dich auch gerne als Miss Austria, wenn du es dann wirst, für den Tierschutz engagieren möchtest. Das liegt daran, dass du selber auch Haustiere hast. Welche denn? Also ich liebe Tiere extrem. Und ganz besonders liebe ich Katzen. Ja. Also ich habe 4 Katzen, mein Freund hat 6 Katzen, gemeinsam haben wir also 10 Katzen. Das hört sich ein bisschen verrückt an, aber ja, gut. Okay. Ich hätte das jetzt erst so in 30 Jahren gedacht, wenn man alleinstehend ist und 10 Katzen zu Hause hat. Das ist nämlich mein Plan für die Zukunft. Jetzt bin ich gespannt, ob 10 vielleicht deine Glückszahl ist. 10 Katzen, wenn sie alle 3 färbig sind, gibt es jetzt von der Jury allesamt 10 Punkte. Ich bin gespannt. Bitte die Wertung. Ja, die Celine fand die Geschichte toll. 10 Punkte, du hast sicher auch eine Katze zu Hause. 9, 8, 7, 8. Viele Neuner, das ist ein guter, guter Anfang, glaube ich. Ich bin gespannt, wie das Endergebnis aussieht. Bist du nervös? Ja, ziemlich. Ja, zitterst du schon? Ein bisschen, es geht noch. Es geht noch. Schauen wir mal, es wird gleich besser werden mit der Wertung. Das habe ich im Gespür. Denn deine Wertung ist 108 Punkte. Sehr gut. Und last but not least bitten wir die Miss Oberösterreich auf die Bühne. 21 Jahre jung, sie heißt Daniela Zivkov. Willkommen.
Daniela, auch ein paar Fans mitgebracht oder kennst du die gar nicht? Ich bin heute ehrlich gesagt überrascht worden. Ah, wirklich? Ja. Können die alle zu dir? Weil ich meine, das ist das erste Mal, dass Leute aufgestanden sind und da mitgegrönt haben und so. Ja, da hinten sind sie, schau, da stehen sie noch immer. Irre, irre. Ja. Sag mal, du wirst ja Berufsoffizierin. Ja. Das ist ein bisschen unüblich, oder? Also ja, wenn man hört, die zukünftige Miss Austria wird Berufsoffizierin werden, dann ist das natürlich ein bisschen crazy, aber ja. Ja. Aber lässt sich das vereinbaren mit Beruf oder müsstest du das irgendwie aussetzen? Ich habe eine, also am Montag müsste ich ja in die Kaserne um 6 Uhr, aber ich habe ihnen gesagt, falls ich bis 6.30 Uhr nicht da bin, wissen die schon Bescheid. Dann hast du das Grönchen auf und kommst einfach mal nicht. Dann machst du mal blau. Und bei dir muss ein bisschen aufpassen, wenn wir immer so Abstand nehmen, weil du kannst ja Thai-Boxen. Ja. Okay, gut, aber ich bin safe, oder? Keine Angst. Seit wann machst du Thai-Boxen? Seit über 2 Jahren. Mhm. Und seit einem Jahr, also schon richtig so profimäßig. Profimäßig? Ja. Schwierig, gell? Thai-Boxen, profimäßig, ich sag's noch, gell? Nur für die gleich, für die Wertung. Okay, weiter bitte. Ja. Profimäßig und sportlich. Okay, gut, das war's schon. Bitte, die Wertung. Schau, jetzt will ich gerade sagen, sie trauen sich ja. Du. Das mit Thai-Boxen wirkt immer. Das musst du immer sagen. Schaut nach einer extrem guten Wertung aus. 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. 9, 9, 9, 10. Nicht schlecht. Wir haben eine Wertung. So. Bist du nervös? Ja. Ja? Aber schau, komm ein bisschen her, komm ein bisschen zu mir. So, das ist es. So, die Wertung bitte. 132! Wow! Nicht schlecht, oder? Bist du überrascht? Ja, eigentlich schon. Yes. So, mit 132 Punkten entlasse ich dich. Vielen lieben Dank. Danke sehr. So, das waren die 20 Missen. Das waren der erste Walk unserer 20 Missen. Und unsere Juroren hatten wirklich keine leichte Wahl. Nein, es wird auf jeden Fall ein spannendes Voting werden, kann man genau sagen. Ja? Und wir sind schon sehr neugierig, wie es weitergeht. Vor allem der Andi wird nämlich zwei Juroren jetzt auf den Zahn fühlen. Ich bin mal gespannt, was die denn so bisher zu den Auftritten sagen. Und ob sie vorbereitet sind. Die jetzt gibt es die Überraschung, Herren, lieber hier. Adi und lieber Adi Michael. Adi und Michi, bitte, wenn du es dir lieb setzt und aufstehst, meine Knie sind immer die, ja, ich weiß. So, ihr beide seid die Herausgeber von Style Up Your Life, Kooperation gibt es ja auch mit der Miss Austria Corporation. Wer es bei euch aufs Cover schafft, der muss was drauf haben. Ja? Was muss man mitbringen als Miss, um aufs Cover zu kommen? Ich sage, wir schauen natürlich noch nah auf die Modelqualitäten, also wir schauen natürlich auf die Maße, auf die Größe und uns natürlich schon bewusst, dass eine Miss Austria mehr mitbringen muss, auch auf seiner Bühne bestehen muss, eloquent sein muss, einen Schmäh haben muss und natürlich auch Österreich repräsentieren muss, klar. Und war schon ein bisschen Material dabei? Ja, also ich habe 2 bis 3 Favoritinnen, ja. 2 bis 3? Wie viel hast du? Ja, ähnlich. Also bei mir ist ich habe 2 Mädels, die ganz vorn dabei sind und in der Jurywertung denken da einige ganz ähnlich wie ich. Ah, okay, habt ihr schon abgesprochen, oder was? Also spricht man sich da? Na? Also, es ist, also okay, das ist der Blick zwischen euch beiden, okay? Michi, das Design Center Linz, heute zum ersten Mal die Miss Austria hier. Was ist dein erster Eindruck bei dieser tollen Location? Sensationell, also ich bin sprachlos und sehr, sehr beeindruckt von dem Design Center und von der ganzen Veranstaltung, die internationale Maßstäbe da wirklich am Boden bringt. Und es macht richtig Spaß, zuzusehen, was der Jörg und die Kerstin Ricker da am Boden gebracht haben, und wir sind mächtig stolz, als Style Up Your Life Herausgeber da mit an Bord zu sein. Also perfekte Location für den heutigen Abend. Adi, Fashion-Experte, was sagst du bis jetzt zu den Kleidern der Damen? Sehr, sehr fesch. Wobei, das ist halt eine mega Kombi. Gell? So viele schöne Frauen in so vielen schönen Outfits, du weißt nicht, wo du das erst hinschauen sollst. Aber natürlich die Mädels, das ist schönes. Schau, mir fehlen die Worte, was ich jetzt sagen. Ja, ich weiß, mir fehlen auch immer die Worte, ich kenne das. Ja. Nein, wirklich, ganz, ganz toll. Und sehr viel Sexappeal, sehr viel Glitzer, Glamour und dann die schönen Mädels dazu, ist doch ein wunderschöner Auftritt. Und zwar schöne Moderatoren, alles perfekt. Sehr gut. Das hast du sagen müssen jetzt noch zum Schluss, gell? Das war nur. Vielen lieben Dank, ihr dürft wieder Platz nehmen, denn jetzt geht's gleich weiter mit einem musikalischen Act, aber Sasa weiß ein bisschen mehr.
Ganz genau, denn natürlich wollen wir die Missen wieder in Action sehen, aber auch unseren Musik-Act, nämlich Erik Papillaia. Es ist Zeit für Musik, für ein ganz besonderes Lied, für eines, das für richtig Stimmung sorgen wird. Nicht nur bei mir, ich habe vorher schon mitgetanzt, sondern auch beim Publikum. Hier kommt Erik Papillaia mit Can't Stop the Feeling. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying high, no ceiling when we're in the zone. 'Cause I got that sunshine in my pocket. I got that good soul in my feet. Hot thought in my body when it drops. Ooh, I can take my eyes above it. Going so phenomenally. More like the way we rock it. So don't stop. It's under the lights when everything goes. No way to hide when I'm getting you close. When we move, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving the soon, so keep dancing. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rational. Oh, don't get me, don't get me, come. Reason, don't need control. But flying out, no ceiling when we're in the zone. 'Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. Oh, here, let's sing it. Ooh, I can take my eyes off of it. Like it's something I'm gonna leave. No more like the way we rock it. When it drops, 'cause under the lights, when everything goes, no way to when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. All the things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving the soul, so keep dancing. Dance out the feeling. So just dance, dance. I can't stop the feeling. So keep dancing. So just dance, dance. I can't stop the feeling. Okay, Design Center links, da geht noch was, da geht noch was, darf ich hier Hände sehen, kommt, everybody, Johnny, come on. I can't stop the, I can't stop the, I can't stop the feeling. Oh, dance, 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 feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All the things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. Feeling in my body. Ja, pure Lebensfreude, muss man sagen, was für ein Act. Erik Papillaia, vielen lieben Dank. Dankeschön, danke dir großartig. Vielmals. So etwas hat das Design Center Linz noch nie gesehen. Nehmen wir stark an. Schau, da geht mit zwei Damen. Mein Gott, ich beneide dich, Erik. Okay, du kannst gern von der Bühne gehen. Nein, 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 ich muss da. So, die bitte. Pure Lebensfreude, die Erik Papillaia ausstrahlt, auch natürlich dieser Song, macht uns vielleicht auch gerade bewusst, dass wir sehr, sehr glücklich sein können, hier zu sein. Wir, dass wir auf der Bühne stehen dürfen, so einen tollen Event moderieren dürfen. Das stimmt, ja. Sie als großartiges Publikum haben. Danke vielmals, wer war das? Sie dürfen sich auch mal selber applaudieren. Nächste Trinke auf uns. So,
Aber natürlich auch, dass wir glücklich sind, hier in Österreich geboren zu sein. Das stimmt, ja. Und die Miss Austria hat sich immer einem verschrieben und das war die karitative Arbeit. Denn es gibt viele Menschen, denen es sehr viel schlechter geht als uns und die dringend unsere Hilfe brauchen. Und am dringendsten braucht die Hilfe natürlich immer Kinder. Ja, und besonders viel soziales Engagement hat die Miss Earth 2016 gezeigt. Deswegen bitte zu uns auf die Bühne. Kimberly Budinski, herzlich willkommen. Da ist sie. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Hi, servus. Darf ich dir das abnehmen? Du kannst, darfst es gerne abnehmen. Sag mal, du als Miss Earth damals, wie waren denn so deine Charity-Projekte? Was hast du denn alles gemacht? Ja, also es ist überhaupt, gerade wie wir das damals gemacht haben mit Miss World, Miss Universe und Miss Earth eben auch, haben wir einfach versucht, dass wir karitativ uns engagieren. Ich habe damals ein Event gemacht, wo ich eben auch einfach Spenden gesammelt habe, aber wir haben uns da das ganze Jahr lang ziemlich viel engagiert, waren bei vielen Events vom SOS Kinderdorf unterwegs. Ja. Okay, und ich meine, die Charity ist ja eins so der Herzensprojekte eigentlich von den ganzen Missen, ja? Ja, definitiv. Die Miss Austria Corporation unterstützt seit 2015 jetzt schon das SOS Kinderdorf. Und wir haben seit 2015 fast über 50.000 Euro schon für das SOS Kinderdorf gesammelt. Das ich glaube, das ja. hat einen ganz großen Applaus verdient. Ja, bitte. Und was würdest du denn der nächsten Miss mitgeben, gerade im Hinblick auf Charity-Events? Was sollte sie angehen? Was sollte sie machen? Was sollte sie vielleicht mitbringen? Ja, also was ich immer sage, ich glaube, dass man als Miss mehr sein muss als nur schön. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir heute alle hier sitzen. Das ist keine Modelveranstaltung, das ist eine Veranstaltung, bei der eine Frau gesucht wird, die auch Herz zeigt und die auch Persönlichkeit zeigt. Das war mir halt auch immer sehr wichtig. Gerade das SOS Kinderdorf Bildungsprogramm ist auch was ganz Besonderes. Man unterstützt junge Menschen, die einen schwierigen Start haben, ins Leben zu gehen. Kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Einfach aus dem Grund, sie kriegen die Möglichkeit, Bildung zu bekommen. Sie kriegen die Möglichkeit, eine Arbeitsausbildung zu bekommen. Wunderschön und es ist einfach der wichtigste Start, den man kriegen kann ins Leben. Und ja, ich glaube, es ist ganz, ganz toll, dass wir das heute auch mit der Miss Austria Corporation hier unterstützen dürfen. Und bist du dabei auch ein bisschen dran geblieben oder ist es so, wenn quasi die Nächste kommt, muss die Nächste das übernehmen oder macht man das dann auch, weil man ja natürlich, ich nehme mal stark an, dass man da viele Kontakte knüpft und so, dass auch das Herz ein bisschen dran hängt, dass man da auch ein bisschen weitermacht. Privat. Also ich zum Beispiel habe vor ein paar Wochen erst wieder ein Event für SOS Kinderdorf gemacht. Okay. Ich persönlich jetzt weiß aber auch ganz genau, dass ganz viele Mädels, die da drüben sitzen, mit denen ich ganz viel Kontakt auch immer noch habe, bei den SOS Kinderdorf Events dabei sind, mich auch unterstützen, wenn ich was mache. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir heute da sind und warum die Mädels auch da sind, weil sie sich für sowas engagieren wollen. Also ich glaube, jedes Mädel, das da hinten ist, will das auch tun und wird das auch nicht nur dieses Jahr machen. Und das hoffe ich persönlich auch. Also es ist so meine Aufgabe an die Mädels da hinten. So soll es sein bei der Miss Austria. Vielen lieben Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Große Gratulation an euch. Und danke dir. Ich nehme das Mikro wieder ab. Danke dir. Ja, für die Missen heißt es jetzt weiter zittern. Denn während dem Showact konntet ihr, liebe Juroren, ja schon einen ersten Eindruck gewinnen. Ja. Aber es geht nun an die Bewertung. Genau, denn dieses Mal sind sie die Missen in Casual Fashion und zwar des Labels Herzenstöchter. Kommt aus Oberösterreich, ist ein Newcomer-Label. Schuhe kommen von Deichmann. Ganz genau und wir wünschen ganz einfach viel Vergnügen mit diesem tollen Walk. Die Miss Austria-Wahl 2018 im Design Center Linz. Ja, sie steht in den Startlöchern, sie ist nervös, aber ich bitte um einen herzlichen Applaus. Sie ist wieder First Face. Justine Bullner, Miss Styria. Babe, make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for a second now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my, grinding on my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, grinding on my innocence.
Bei diesem Walk nickt auch Fashion-Experte Adi Weiss wohlwollend. Was für ein Outfit, was für eine Frau. Liebe Juroren, bitte eure Wertung. Sehr viele Neuner sehe ich hier, ein paar Achter. Nur eine Sieben, das sieht gut aus. Noch wird gerechnet. Die Werte werden eingegeben und es geht schon zurück an die Jury. Wir haben eine Wertung für dich. Liebe Justine, 118 Punkte, das summiert sich ja ganz schön. Vielen lieben Dank. So, die nächste junge Dame, die wir begrüßen, Miss Burgenland, Angelika Teufel. Angelika, Outfit ist ja der Hammer. Gefällt mir gut, ja, dir auch, oder? Mir gefällt es auch gut, ja. Sehr gut. Uns beiden gefällt es. Wie gefällt es der Jury? Oh, ich glaube, denen hat es auch gefallen. Da sehe ich viele Neuner, viele Achter. Viele Achter, ja, also Acht ist das Niedrigste, also das ist schon mal gut. Zählen wir zusammen? Oder eigentlich zählt ihr zusammen? Ist gut. Haben wir was? Wir haben ein Ergebnis. Nervös, oder geht's? Oh ja. Ja, nervös. Okay, gut, bitte. 117. Super. Ja. Bist du zufrieden? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, man muss sich steigern. Danke dir vielmals. Und Sarah Posch, Vize Miss Styria, wird jetzt den Laufsteg rocken. Babe, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my losing all my innocence. Body in my finding all my innocence. Body in my losing all my innocence. Body in my finding all my innocence. Die langbeinige Schönheit hat gute Punkte verdient. Ich bin gespannt. Liebe Juroren, eure Wertung. 10, 10, wow, 10, wow. 10. Hinten nochmal. 10, 10, 10 und nochmal die 10. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind das 8 mal 10. Das sind allein 80 Punkte. Wow. Da wird das mit dem Rechnen auch nicht lange dauern. Wir haben schon das okay. Meine Liebe, du darfst dich freuen über 134 Punkte. Gratulation. Sehr toll. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schauen wir, ob wir das toppen können. Und zwar mit Eva Bründlinger, Vize Miss Salzburg. Auf geht's. Babe, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my losing all my innocence. Body in my finding all my innocence. Body in my losing all my innocence. Body in my finding all my innocence. Eva, Stimmung im Publikum war schon mal super. Schauen wir, ob die Stimmung bei den Juroren auch super ist. Bitte die Wertung jetzt. Was haben wir da? Da sehe ich nichts. Entschuldigung. 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 9. Ja. Versteigerung finden. Aber es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Wir haben eine Gesamtwertung. Ja, wir haben eine Gesamtwertung. Schauen wir rauf.
Du hast insgesamt 114 Punkte obendrauf. Vielen lieben Dank. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Auch sie möchte natürlich die höchste Punktzahl erreichen. Theresa Ruetz, Miss Tirol. Sie lässt sich nicht mal aus dem Konzept bringen, wenn ein Träger verrutscht. Das gehört sich so. Eine perfekte Miss, ein perfektes Model. Liebe Juroren, eure Wertung. 988, viele Neuner dabei. Das sieht sehr gut aus. Die Juroren sind sich relativ einig bei dir. Ich bin gespannt, was das Ergebnis sein wird. Noch wird gerechnet. Und wir haben die Wertung. Liebe Theresa, das sind deine Punkte. 122 Punkte noch oben drauf. Gratulation, großartig gemacht. Aus Vorarlberg begrüßen wir die Miss Vorarlberg Daria Schuricht. Herzlich willkommen. Babe, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking down. Body in my, losing all my innocence. Yeah, body in my, grinding on my innocence. Yeah, body in my, losing all my innocence. Yeah, body in my, grinding on my innocence. Yeah, die Daria, immer ein Lächeln im Gesicht, ein fröhlicher Mensch, das ist sehr schön. Was sagt denn die Jury? Bitte, eure Wertung. 4 Achter sehe ich dabei, das ist schon mal gut. Ein paar Siemer. Ich glaube, das kann schon was werden, oder? Ja, ja, wir sind zuversichtlich. Haben wir eine Wertung? Nein, sie rechnen noch, okay. Du bist mit dem Walk zufrieden? Ja, doch. Ja? Sehr gut, das ist schon mal das Wichtigste. Wenn du dich wohlfühlst auf der Bühne und wir haben ein Gesamtergebnis. Schau mal rauf. 109. Sehr gut. Applaus, vielen lieben Dank. Und der Applaus darf natürlich gern gleich weitergehen für Jasmin Wedenich, Miss Kärnten. Babe, make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking down. Body in my, losing all my innocence. 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 Fantische hier hinten, der Jungstisch, der übrigens bei jedem applaudiert, großartig, das wollen wir. Pfiffe hier und da hinten, ich habe alles gesehen. Jetzt bin ich gespannt, was ich hier zu sehen bekomme. Liebe Jury, die Wertung. Wir haben eine 10 dabei, das ist immer sehr gut. 8, 9, die Fans sind noch nicht ganz zufrieden, aber es kann sich noch viel ändern bei den kommenden Walks und natürlich bei der letzten Entscheidungsrunde. Derzeit wird gerechnet. Und wir werden sehen, wie hoch deine Punkte gleich sind. Gut gemacht hast du es auf alle Fälle. Publikumsliebling. Ja, wir haben eine Wertung.
du hast 115 Punkte on top nochmal oben drauf. Gratulation. So, aus Wien, Miss Vienna, Vivian Reinhardt, herzlich willkommen. Rocke bitte den Laufsteg. Vivian, Publikum hast du schon mal auf deiner Seite, jetzt muss noch die Jury auf deine Seite bekommen. Aber vielleicht sind sie es ja bereits. Oh, ein Zehner sehe ich schon mal. 9, 8, 8, das schaut schon mal gut aus, oder? Ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, war besser als vorher, das ist immer gut. Und immerhin, es gibt ja noch einen Walk, ne? Also ich meine, es ist noch nicht alle Tage Abend. Du weißt. Okay, sie rätseln noch. Sie müssen noch alles zusammen. Sonst haben wir 9, 9, 8, 1, 7, sonst 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Viele Achter. Ein Neuner und ein Zehner sogar. Haben wir was? Sehr gut. So, schau mal. Da. 117. Super. 117 Punkte. Vielen lieben Dank. Vivian. Sie konnte die Online-Community überzeugen, denn sie ist Vize-Miss Online. Jasmin Oberdorfer. Don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a second now. Give me some verb, I ain't talking down. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. Wunderbar gemeistert. Schauen wir mal, ob wir die Jury auch so toll finden mit ihren Punkten. Ich finde, wir sollten mal umgekehrt bewerten, wie die ihren Job machen. 8, 8, 7, 8. Sehr viele Achten, einige Neuner dabei. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich gespannt, was hier rauskommt. Es werden ja alle Runden zusammengezählt. Es gibt noch eine stille Bewertung. Es ist immer Luft nach oben. Aber wir werden mal sehen, was die jetzige Runde sagt. Wir haben eine Wertung und deine Wertung ist 112 Punkte noch dazu. Dankeschön. So, wir sind in Ihrem Heimatbundesland. Die Vize-Miss Oberösterreich kommt jetzt. Diana Seyer, herzlich willkommen. Babe, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a second now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. So, oder? Also ich glaube, wenn der Tisch da in der Jury sitzen würde, die würde nur Zehner verteilen, oder? Das glaube ich, ja, das glaube ich. So, aber wir warten auf die Punkte der Jury. Aber du bist zufrieden, oder, mit dem Walk? Ja. Das glaube ich, ja. Sehr gut. Viele Achter, Neuner habe ich da auch. Aha, 2 Siebener, okay. Da lauter Achter und ein Neuner. Schauen wir mal. Outfit ist einmal top. Schauen wir, wie das Gesamtergebnis aussieht. Wir haben ein Gesamtergebnis. Schauen wir. Bitte. Top. 112. Vielen lieben Dank. Und wir begrüßen wieder das Bundesland Tirol, die Vize-Miss Tirol, Marina Augsten. Babe, 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for a second now.
Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. Was für ein Walk, ich wünschte, ich könnte so gehen. Liebe Juroren, seid gnädig, denn ihr wisst nicht, wie es ist, auf dieser Bühne hier zu stehen, wie nervös man da sein kann. Ich bin gespannt auf euer Expertenurteil. 9-9, viele Neuner, viele Achter. Das könnte spannend werden. Noch wird gerechnet. Wie hat es sich denn für dich angefühlt? Sie war zufrieden. Ja, sie war zufrieden. Ich übersetze für ein momentan ja, stummes Mikro. Vielleicht war es auch nur das Zeichen, dass ich die Wertung bekannt geben soll. 117 Punkte. Super gemacht. Die nächste, die wir auf der Bühne begrüßen, ist die Vize-Miss Vienna, Sarah Greiler. Babe, don't make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait around for a signal now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, finding all my innocence. Sarah, super Walk, würde ich sagen. Also ich bin ja nur Laie, aber in den Haken einmal gehen können, ist ein Wahnsinn. Ist das angenehm? Ist es angenehm? Probier mal. Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. Liebe Juroren, bitte, euer Ergebnis. Aber sie honorieren es auch. Aber ist nicht easy, oder? Naja, man gewöhnt sich dran. Irgendwann mal. Ja, okay. So, 8, 8, 8, 9, 9, 8, 8, 9, 8, 8. 7, 8, 8, 9. Das ist schon mal gut, oder? Mittelmäßig. Naja, du willst lauter Zähne haben, ich weiß. Ja, 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 klar. Es ist ehrgeizig, aber das ist gut so. Haben wir ein Ergebnis? Ja, Daumen hoch. Dann schauen wir mal, wie viel du hast insgesamt. Es sind 115. Ist in Ordnung, oder? Ja. Ist gut. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Sehr gut, danke dir. Aus dem wunderschönen Bundesland Kärnten, die Miss Kärnten Johanna Zaka. Punkte gibt es von der Jury für unsere wunderschöne Kärntnerin Johanna. Viele Neuner, das lobe ich mir, so mag ich das. Das ist ein Ausblick, den wir genießen können mit diesen Punkten. Wenn man da hochrechnet, kommt einiges zusammen. Der Andi rechnet nämlich schon im Kopf. Ich habe mein Handy da und ich rechne mit so. Ja. Aber unsere zwei Masterminds in Mathematik sind schon soweit. Wir haben eine Wertung für dich. Liebe Johanna, 121 wow. Punkte. Du hast die Jury überzeugt und wir auch noch. Danke dir. Schauen wir, ob wir das toppen können. 121 Punkte, immerhin geht es ja um den Titel Miss Austria 2018. Jetzt ist dran die Miss Online, Nicole Weindl. Don't make a sound. 2 a.m. love, gotta keep it down. Don't wait
wait around for what's to come now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my, drowning all my innocence. Body in my, losing all my innocence. Body in my, drowning all my innocence. Ja, bei den Nicole merkt man auch, dass sie sich auf der Bühne wohlfühlt, gell? Schon, oder? Ja, schon. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. So, Jury, bitte, eure Wertung jetzt. Und vergesst nicht das. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Zehner und sonst nur Neuner. Ich glaube, das ist die höchste Wertung heute Abend, um ehrlich zu sein. Bis jetzt. Bis jetzt. Aber schauen wir mal nach. Wir haben ein Endergebnis, bitte. Es sind 137. Wow. Irre. Zufrieden? Ja. Muss man zufrieden sein, oder? Das ist nicht schlecht. Danke dir vielmals. Ja, das Burgenland hat nicht nur einer der besten Weine, sondern auch die besten Frauen. Immerhin kommt jetzt Jennifer Malitsch, Vize Miss Burgenland. Babe, don't make a sound. 2 AM low, gotta keep it down. Don't wait around for what's to come now. Give me some verb, I ain't talking now. Body in my, losing all my innocence. Body in my.